Guten Morgen, Leib und himmlischer Vater, im Namen Jesu Christi, komm ich nach dir, und ich danke dir für deine Gnade, du bist ein guter Gott. Und ich bete dir an diesem Tag, dass du zu uns redest, dass wir dein wunderbares Wort verstehen und dass dein Wort uns zum ewigen Leben führt, Herr. Red uns, halb, dass wir das verstehen. Ich bete dir, dass das Wort heute heilen macht, Herr. Dat bid ik in Jezus in noemen. Amen. Het is vaak geschoed dat deze feilen en alles wat een mens wat voor zich heeft, niet in de Bijbel opgeschreven is. Maar ganz klar je dat niet alle op te schrijven, anders wordt dat alle te lang worden voor ons begrenzte mensen. Bij God is dat alle opgeschreven. Aber ich habe mich vorher so immer nur gedacht, was Josef alles was gedacht habe. Und weil Josef dort was alle verkauft habe, und weil er für Gott gekämpft was habe, als er von seinen Brüdern verkauft wird. Stellt euch mal vor, dass die Ismaeliten haben Josef nach Ägypten gebracht. Sie verkauften ihn an den Ägypter Potiphar, den Hofbeamten des Pharaos und der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Weit nicht, ob der am direkt an diesem Mann verzeihen, oder ob der am ihn ab Mord bringen und da heute man viele andere Glauben steht und dann nicht gewählt wird. Das steht hier nicht. Aber ich stelle mich so viel aus Glauben und schäde ihr Leichtsinn. Ungebungen. Wasch von der Familie. Ihr Hast von der Bräuter. Bad ab dem Tod. Dort macht eine schwere Geschichte sein. Aber da wir in Josef sein Wort wort, dort hat das einfach ich glaube, dass wir sind eine tiefe Beziehung zu Gott. Dass wir einfach von Gott die Fähigkeit kriegen, dort alle zu verzeihen. Dass wir dort einfach alle für Gott aufschließen können. Und ich glaube, hier bleiben viele Menschen stehen. Die sind an demselben Post ihr Leben lang ungebunden. Die kommen da nicht von los. Die einzige Möglichkeit loszukommen ist zu verzeihen. Und die kennen das nicht. Und dann fragst du mich vielleicht, was soll ich tun? Ich kann das einfach nicht. Ich kann dir bloß eine Sache sagen, bei Jesus wirst du das kennen. Und du lang genug beim Schritt bleibst. Dann wirst du sein, dass dort, was Jesus erlitten hat, für dich und für mich, angereicht wird, als dort, was du in Edge erlitten hast. Dort hat mich im Leben geholfen zu verzeihen. Als ich sage, wie Jesus ganz ohne Schuld angereicht, von den Menschen veracht, verspott, schreitlich gequält und getötet wird, und in sein Hort nach einmal bloß Leib gestrahlt für dich und mich. Und Jesus dort kann, an mich Frieden zu machen, an mich loszubringen von den Menschen, die mich so verletzt haben, dann kann ich auch echt dort mit Jesus tun. Und diese enge Gemeinschaft mit Gott, das Gott kann, das Leute wie das Entscheidende, was Josef einfach halb loszulassen, zu verzeihen. Er verjährt nicht bloß, er verzeiht. Dann sagt er, der Herr half Josef. So fang in Ägypten an. Mit Gott seine Hilfe. Gott hat ihn nicht verloren, wenn es Gott nicht verloren hat. Er hat seine Gemeinschaft mit Gott abrecht erhöhlen. Die meisten Menschen würden verbettert sein. Die meisten Menschen würden den ersten Gott beschuldigt haben. Die meisten Menschen würden über Gott toll geworden sein. Aber Josef, seine Liebe zu Gott, wie er geblieben. Seine Freundschaft zu Gott, wie er geblieben. Warum kann man Josef nicht verstehen? Wenn es
de gemeenschap met God van mens kan China verstieren, zolang wie zelfs dat niet laten. Deze Liebe te God, deze Verbindung te God. De mensen China ons alles irdische waarnemen. Aber die China ons niet Jesus uit dem Hort rieden. En daar werden we wie ab dort kreit om dat te apostel. Dat angereicht is, zette ons niet van God afbrengen. Dat al dat schlechte, wat de wereld ons ondeed, ons niet van God afbrengen. De Heer half Jozef. Ihm glückte alles, was er unternahm. Er durfte im Haus arbeiten und Potiphar sah, dass der Herr ihm Erfolg schenkte. Also, schaut mal, der Potiphar hat sich ins Klo gekauft. Und dann hat er geschlagen, dann hat er dort selbst erkannt. Gott ist mit diesem Mensch. Also, der sagt dort, Josef sein Zeugnis, wie so klar, dat Potiphar dat einfach zag. God is met hem. En deze is met God. Deshalb bevorzugt er ihn voor allen anderen Sklaven en machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte Josef zum Hausverwalter ein en vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Stellt je mal vor: Jant wie een van de höchste Regierungsmannen van Ägypten. Dat weltreichte de tijd. Josef wie een jong van 17 jaar, ohne Erfahrung. Also alles wat in hem wie, wie God. All de wijsheid wat hij had, dem de Sache richtig tunne, wie God. God wie met hem, dat wie het entscheidende. Hij had nog studiert. Hij had zich niet recht gemaakt. Aber God wie met hem. Zuerst von da an ließ der Herr bei Potiphar alles besonders gut gelingen. Wie seine, wenn Gott mit uns ist, dann ist es nicht so wichtig, wie viel Schwert wir gewonnen. Wie man bloß beim Rechen bleiben. Wie man bei Gott bleiben. Und Gott wird sich auf die Hand ans Schämmer. Und nirgends wann treibt er uns, dass der Schwert hintritt. Die Arbeiten am Haus waren erfolgreich. Es gab eine gute Ernte und die Viehherden vergrößerten sich. Potiphars Vertrauen wuchs. Er ließ Josef freihand und kümmerte sich selbst um nichts mehr, außer um seine eigenen Speisen. Das ist so herrlich zu sein, wenn Gott mit ihm ist. Und da wenn weil ich nochmal trete, das Erste. Woran kann ich das sein, wenn das hier nicht geschrieben steht, dass Josef verzeiht hat? Ich kann das daran sein, und weil Gott in ihm wird, und weil er seine Gemeinschaft Gott hält. Wenn wir nicht verzeihen, dann können wir nicht mit Gott gehen. Das die Bibel sagt ganz klar in Matthäus 18, wer nicht verzeiht, kann keine Verzeihung kriegen. Und er wird unsere Vaterknechte leiden. Der wird nicht erfolgt haben. Der wird ein Better Chat, ein Negativismus unergehen. Wer du verzeiht und seine Beziehung zu Gott abrecht erhält, dem wird Gott die Linie schenken, dem wird Gott Bader abrecht. Herr, ich danke dir für das Wort. Ich weiß jetzt für viele von uns. Nee, ik weet u reeds om God neem. En die was ook ons helpen, Heer. Werkelijk, al deze misbruiken. Zo veel mensen lieden in je grote mishandelingen. Die zijn misbruikt worden. Heer, die weet wel schrijdelijk dat we wat Jozef daar schmokken. Heer, die has hem geholpen, die wees met hem. Die has hem geholpen verzeihen. Du hast ihm geholpen, das Kapitel aufschließen. Und du wirst mit uns, Herr. Herr, und wenn du mit uns bist, dann schreibe ich auch die Fähigkeit zu verzeihen. Und nie anzufangen. Und uns von dir fallen zu lassen. Ich bete im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.